Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Ich muss die gesamte, ihr habt es in der letzten Folge schon gemerkt, bei mir die ganzen, das hat ja die meisten Effekte und alles haben meine Stimme überlagert. Das heißt, ich habe das jetzt mal geändert. Und wir schauen aus unserem oberen Ende einer Leiter, wie diese erwartet. Ich möchte ja ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Oh. Codex. Ach du Scheiße. Holla, die Waldfee. Tim, wo sind Sie? Hey Doc, ich hänge an einer Felswand. Aber ich habe, was immer das ist. Der Codex, er ist der Schlüssel, um alle zu retten. Kommen Sie zum Dino und halten Sie keine Falte an. Oha, okay. Also wir seilen hier mal einen ab. Wow. Oh. Also ich weiß nicht, ob wir das überleben. Hätte ich was machen müssen? Ich glaube, ich hätte was machen müssen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Vielleicht muss ich da reinschießen. Wow. Ich glaube, das war's mit uns. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie wir heißen. Aber wir sind wir da. Blutige Fußspuren. Überall. Das Lager scheint überrannt worden zu sein. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. Na, die Rettung. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja, ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Der hat's gelöscht. SC. SC. Weiß nicht was. Oh. War irgendwie klar. Aber er hat sie nicht getötet. Denke ich mal. Daten gelöscht, okay.
Hat sie jetzt mein Spiel aufgehängt? Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Hat mich auch gehängt. Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Sind Sie sowas wie ein Marker-Experte? Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Ehrlich? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Und zwar die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Okay. Also wir spielen doch wieder als Isaac. Isaac wohnt auf der Luna-Kolonie. Wir haben auch schon Munition. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer Earthrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Also Isaac kann natürlich nicht zahlen, weil Isaac einfach ein Ingenieur ist. Isaac ist einfach Isaac. Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also wo ist er? Wie lange ist sie schon verschwunden? Muss ich lang? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Das Dead Space hier soll ziemlich actionlastig sein. Hey, wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon, Norton, Captain Robert Norton, und das ist Sergeant John Carr. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht's auch aus. Niemand mehr? Was ist unser Wagen? Los jetzt! War schon auch mal im Baden. Mit uns nicht, wir haben kein Leben verloren. Wow. Also es war es wirklich mit dem Wagen. Isaac, Bewegung! Los, in Deckung! Feuer frei!
überlege wirklich, ob ich dann auch noch mal Dead Space 2 spiele. Ist zwar nicht der Nachfolger, aber das ist mir eigentlich egal. Ich habe Dead Space 1 gespielt, jetzt spiele ich Dead Space 3. Und im Grunde genommen wäre das gar nicht so schlecht. Hier müssen wir nicht durch, oder? Nee. Und während wir hier im Raum chillen und bis dann in die Ecke kacken, während wir hier im Raum chillen, beende ich meine Folge. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ciao Leute und haut rein.